Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, eure Mina, und heute gibt es ein Favoritenvideo 2020, also Beauty-Produkte aus dem Jahr 2020, wo meine persönlichen Favorites geworden sind, die ich so lieben gelernt habe und auch nicht missen möchte. Und deswegen zeige ich sie euch jetzt. Ja, dann würde ich anfangen. Im Sommer hat mir dieses Produkt einfach das Leben gerettet, sagen wir mal so. Das hier ist die von Origins, die Moisturizing Creme, die getönte Tagescreme mit einem Lichtschutzfaktor. Die Creme ist natürlich, wenn man sie aufmacht, weiß. Wenn man sie im Gesicht verteilt, dann nimmt sie sozusagen den Hautton an und ist ein bisschen gebräunt, dass man nicht ganz blass aussieht. Ja. Und da ich im Sommer immer gern nur ein leichtes Make-up drauf habe, habe ich zu dieser Creme einen Blush drauf getan, damit man ein bisschen rosiger ist. Einfach, dass man ein bisschen was im Gesicht hat. Und mein Lieblingsblush ist natürlich der hier von BH Cosmetic, der Vanilla Peach Trüffel. Jupp. Und innen drin sieht der so aus. Ja, einfach peachy und rosa, das was zu meinem Hauttyp passt. Also das war im Sommer Favorite auch. Aber auch einen Cream Blush habe ich benutzt, und zwar ist das der hier von Maybelline. Ich zeige euch das mal drin. Genauso ist der auch super schön, am besten mit einem Beauty Blender aufzutragen oder einfach mit den Fingern und einfach zu verteilen. Sieht einfach mega aus. Und was natürlich nicht fehlen darf, war immer meine Problemzone, würde ich sagen. Das sind die Augenbrauen. Ja. Und da habe ich eigentlich das ganze Jahr lang über den Stift von Benefit benutzt. Ja. Und ich zeige euch mal, ich swatch das. Der ist, ja, ich würde nicht ganz swatchen, der ist einfach ganz hell und aschig. Normalerweise früher habe ich ein bisschen dünkler benutzt, aber ja, für Sommer vor allem und für meine jetzige Haarfarbe ist es einfach besser, was Aschiges, was Helles drauf zu tun. Und dafür habe ich den benutzt, also auch einer meiner Favorites. Das ist die Nummer 1 im Fall, dass es irgendjemanden interessiert. Und natürlich, dass die Augenbrauen ein bisschen bushy sind, habe ich den 24-Stunden-Setter auch vom Benefit benutzt. Und ich benutze ihn immer noch. Und ich muss sagen, er ist wirklich der beste Setter überhaupt, weil man trägt ihn auf und ja, das bleibt einfach so, wie das ist. Also, jo. Also, auch Favorite. Also, das sind alles meine Favorite-Produkte. Und ich bin immer noch im Sommer, deswegen Highlight. Ja, und im Sommer highlighte ich halt gerne mit Cream-Highlighter und da habe ich den hier von MAC. Ich mach den mal auf. Und ihr seht, ich habe den mega oft benutzt. Er ist einfach fantastisch. Und wenn man diese Sachen im Gesicht drauf hat, dann braucht man vielleicht nur noch eine Wimperndusche. Und dann ist einfach das Sommer-Make-up einfach. Vielleicht noch ein Gloss oder so, aber ja, dann ist es einfach perfekt. Und apropos Lipgloss, da habe ich auch einen neuen Favorite gefunden. Und das ist
Dieser hier von der lieben Mrs. Bella mit der Kooperation mit BH Cosmetics. Das ist das Nothing Me und ich liebe diesen Gloss. Und er hält mega bombastisch gut. Und ja, bis jetzt waren wir im Sommer und jetzt sind einfach noch Produkte da, die ich einfach lieben gelernt habe, als sie rausgekommen sind und als ich sie dann gekauft habe. Ich kann nicht sagen, das ganze Jahr über, weil ein paar Produkte sind halt erst später in die Geschäfte gekommen. Und da fange ich mal so an. Das hier ist einer meiner Favorites von Catrice, die Camouflage Cream. Ich zeige sie auch nochmal offen. Die kann man auf Unreinheiten einfach drauf tun und dann eben die Foundation drüber. Das deckt ab. Mega bombastisch. Und lieben gelernt habe ich diese Foundation von Catrice, die True Skin. Ja, ich liebe sie. Und vor allem, weil sie. Ja, was in meinem Hauttyp ist. Ich habe sie jetzt auch drauf. Es ist einfach mega bombastisch, finde ich. Also für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, da findet man einfach nichts Besseres. Und dazu kommt noch der passende Concealer. Und natürlich fürs Auftragen von Foundations habe ich auch einen neuen Beauty Blender, den ich über alles liebe. Und das hier ist der hier von Luvia mit Maxime Giacomo. Love it. Und dann habe ich mir von der Mrs. Bella Kollektion, von der älteren Mrs. Bella Kollektion, die ganzen Pinsel gekauft. Und ich bin wirklich geflasht von den ganzen Pinseln. Die sind mega super. Einer hat es mir richtig angetan. Also, und den zeige ich euch. Das ist nämlich der Highlighter-Pinsel. Wow, einfach. Oh. Ich liebe diesen Pinsel. Also, mega. Und natürlich in diesem Pinselset war das hier drin. Das hier. Ein Waschpad für die Pinselreinigung. Und ich muss sagen, mit diesem Waschpad und wenn ich da ein Waschgel drauf tue oder Seife oder wie auch immer, dann geht das mit der Pinselreinigung einfach so viel schneller. Ich habe mir das zuerst gedacht, ach, was, für was braucht man ein Waschpad oder so. Aber ich kann euch sagen, mit dem geht das so schnell, die Pinsel zu waschen. Ich bin einfach mega begeistert. Und dann später kam die neue Mrs. Bella Kollektion mit BH Cosmetics. Und da kommt diese Palette, die wurde einfach mein Liebling. Also wie man diese Farben zusammengestellt hat, also das ist so geil, muss ich einfach nur sagen. Ich habe das auch jetzt gerade drauf, auf meinen Augen. Ja, einfach natürliche Looks hier, hier und hier und das hier. Dann ein bisschen dünklere Looks, verruchter ein bisschen. Aber trotzdem immer mit einem Glitzer dabei. Und die Glitzer sind so gut pigmentiert. Und wenn man die auf den Pinsel tut, also man muss den Pinsel nicht nass machen, den Pinsel einfach reindrücken, drauf tun. Und ihr seht, wie das scheint. Also ich bin von dieser Palette absolut begeistert. Da gibt es kein Aber. Und dann die Mrs. Bella Goldie Palette, die Highlighter Palette. Die hat es mir natürlich auch angetan. Hier seht ihr das nochmal.
Na, ich musste hier gerade mal schauen, ja. Hier, das hier, das ist das Gleam, das war in der vorigen Mrs. Bella Palette auch drin. Und das habe ich sehr, sehr, sehr geliebt, weil es eben so ein bisschen natural ist und diese Farben sind auch alle natural. Und ich habe den Highlighter jetzt auch gerade drauf und es sieht einfach ja, naturally aus und das mag ich. Bei den Lippen bin ich einfach ein MAC-Kunde, das muss man einfach sagen. Und deswegen zeige ich euch, was mein Favorite geworden ist. Und zwar ist es dieser Primer oder Base und Lippenpflege in einem. Das tut man zuerst drauf und dann den Lippenstift. Und dann hält der Lippenstift länger. Die Lippen werden gepflegt, sie trocknen nicht aus. Und ich habe schon eins nachgekauft. Also so gut ist das. Ja. Und dann habe ich hier zwei MAC Lippenstifte in Nude. Also für mich ist es als ein Mensch, der einen sehr hellen Teint hat, einfach sehr schwierig, einen schönen Nude Lippenstift zu finden. Und da habe ich bei MAC zuerst gesucht, einfach einen Nude-mäßigen Lippenstift zu finden, der zu meinem Lieblings-Lip-Liner passt. Der ist aber nicht von MAC, der ist von Maybelline, weil das ist der hier und das ist die Nummer 10. Und zwar ist das eben mein neuer Favorite geworden, weil der von MAC, den ich hatte, der mein Favorite war, der wird halt nicht mehr produziert. Deswegen ist das hier mein neuer Favorite und an dem orientiere ich mich mit den Nude-Farben. Einfach wenn ich den als Contouring drauf tue und dann einen Nude-Lippenstift drauf tue, die müssen einfach zusammenpassen. Und wenn die zusammenpassen, dann weiß ich, dass dieser Ton einfach zu mir passt. Und zuerst habe ich mir diesen Lippenstift hier geholt bei MAC. Das ist ein matter Lippenstift, der heißt Yash. Ich werde ihn hier für euch mal swatchen. Und nach ein paar Monaten war ich wieder bei MAC, natürlich. Und ja, da habe ich dann noch einen gefunden, der ein bisschen aschiger ist und der noch ein bisschen besser zu mir passt. Und das ist der hier. Der heißt Act Natural, ist auch matt. Und ich swatche den auch für euch, damit ihr den Unterschied seht. So. Also das ist das Act Natural und das andere ist Yash. Und jetzt werde ich hier noch den Lip Liner auch noch swatchen. Einfach mal quer. Seht ihr? Also der Lip Liner passt zu beiden zusammen. Also passt einfach zu beiden. Und da er eben zu beiden passt, passen auch beide Lippenstifte zu mir. Zuerst war der Favorite von mir absolut Yash. Aber mittlerweile ist Act Natural einfach mein Liebling geworden. Also jetzt gibt es nur noch ein Produkt und zum Schluss, das sind einfach die Lashes. Meine Lieblingslashes sind die hier von Aura, die 23 Story. Ich liebe diese Lashes einfach. Ich benutze sie fast bei jedem Tutorial, wenn es geht. Sie passen einfach perfekt auf meine Wimpern drauf. Ich liebe sie. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich sehr, sehr überrascht war über die Catrice-Produkte, die mich vollkommen überzeugt haben. Aber ich bin halt auch voll der MAC-Liebhaber, aber auch BH Cosmetics. Also
Ich kann nicht sagen, eine Marke, die nimmt mich voll mit und nur von der Marke würde ich was kaufen. Nee, ist einfach nicht so. Es macht einfach die Mischung, macht es aus für mich. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Vielleicht kauft ihr auch ein paar dieser Produkte nach. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch welche von diesen Produkten zu Hause und seid auch voll begeistert von denen oder auch eben nicht. Ich meine, das ist meine persönliche Meinung und zu den Produkten und ja, ich will sie einfach nicht mehr missen. Und ich hoffe eben, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr Spaß dran hattet. Wenn ja, dann gebt mir einfach einen Daumen nach oben. Und natürlich, wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, dann jetzt auf Abonnieren klicken, denn dann verpasst ihr einfach nie wieder ein Video von mir. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.